Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Grid City. Und heute geht's weiter in der Stadt. Ja. Man sieht ja auch schon schön unsere ganzen Gebieten hier. Wer sich fragt, wie das geht, einfach hier unten in der Ecke auf den Button Filmische Kamera drücken und schon wird das drinne. Und zum Beispiel auch schöne andere Dinge machen. Den machen wir jetzt erstmal zu. Denn heute geht es weiter darum, hier jetzt die Einwohner kommen zu lassen. Und ja, wir können auch gerade noch mal in die Bilanzen hier schauen. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Strombudget haben wir hochgestellt. Wow. Zeit für ein paar neue Kraftwerke. Machen wir, wie haben wir die gesetzt? Ja, irgendwie, ne? Machen wir mal so. Dann haben wir hier gut Strom. So, es ist aber auch alles mit allem verbunden. Ja. Auch an mehreren Stellen zur Sicherheit eben. Sehr gut. Hier auf geht's weiter. Weitere Gebiete jetzt. Das ist nämlich sehr wichtig. Ist auch dreimal stellen, dann gehen wir ein bisschen die FPS, muss man sagen, runter. Aber ja, so krass ist es nicht, ich meine. Immer überlegt, dass für YouTube-Videos ja theoretisch 30 FPS reichen. Ja, ist das schon dann immer noch genügend, ja. Und ich schau grad mal. Ich weiß immer nicht, ob wir Stau haben. Nee, sieht mir nicht nach Stau aus. Hier können wir auch mal abfahrten und so. Wobei, es wird nicht viel genutzt. Hier unten wollen wir mal upgraden. Die Hälfte nicht, danke. Ja, das ging schon sehr gut, muss man sagen. Schauen wir das mal. Oh, das geht dann auch schon. Da können wir es hier ein bisschen reinziehen. Und wie sieht es mit der Sache aus? Machen wir ein bisschen so, so. Oder geht das schon? Das geht wegen dem Pfosten hier nicht. Ich muss das gerade mal wieder ein bisschen so und so ziehen. Dann den Pfosten, was haben wir denn hier hin? Den Pfosten dahin. Ah, das ist schon in Ordnung so. Und dann hat sich das perfekt. Ja, ist das saugeil. Ja, wobei da oben fahren auch schon ein paar Leute her. Aber ist jetzt noch nicht so wichtig. Es geht erstmal darum, ordentlich Leute dazu zu bekommen. Wir können ja mal in die Statistiken schauen. Ja, da war gleich eine kleine Sterbewelle wahrscheinlich. Genau wie hier. Also quasi etwas kleiner noch. Und ja, hier geht es jetzt nach oben, ne? Pesado, echt noch eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Die echt vieles bietet, aber muss halt echt lange in die Gebiete reinsetzen. Sehr, sehr lange halt. Das dauert einiges. Gut, man kann natürlich sagen, das machen wir dieses. Oh ja, das ist. Oh, das ist geil. Wir bauen. Das Raketenstart-Dings trumpf mal hin. Ich würde sagen, wir bauen es mal hier in die Mitte. Also was noch, die noch Mitte. Das machen wir richtig schön auch. Ah ja, das geht sogar.
40 EU, ja. Wobei, müssen wir gleich die Richtung nochmal ändern. Eigentlich ist es sinnvoll, glaube ich, von hier loszufahren. Ja. Okay. So. Und da müsste man das jetzt schon dran setzen können. Ey, was ist das denn? So ist es mittig. Perfekt, Mann. Ja, die Kante, kann man die noch ein bisschen übermalen? Hier ging das doch irgendwie, habe ich nicht so einen Painter hier? Ja. Nee. Kann man nicht. Nee, kann man wirklich nicht machen. Das ist einfach nur Kacke. Das geht leider nicht. Nee. Ist nicht schön. Aber es ist eine geile Straße, weil... Oh, die brauchen Wasser, ja. Kriegen sie. Reicht doch hoffentlich. Ja. Und Strom. Das ist ja auch wieder Kacke. Meter, ne? Jo. So. Strom für euch. Und die Lieferungen kommen rein. Name. Grid. Rocket. 01. Machen wir das mal. Gritty. Grid Rocket nehmen wir mal. Grid Rocket einfach. 1200 kostet das. Stellt immer noch kein Wasser. So. Jetzt geht's. Perfekt. Der kann jetzt auch hier Hardcore dann was kommen lassen. Ja, ja. Ich sehe schon, ich glaube, mit dem angrenzenden Industriegebiet, das ist richtig geil. Der hat ja nicht genügend Käufer für Produkte, das soll seine Kacke hierher fahren. Da hat sich die Sache. Oh, wir brauchen ein neues. Neue Gebiete. Wohnen kam nie genug. Okay. Oh, die kommen richtig gut. Die kommen richtig hart vor allem. Können wir hier sich immer mit echt einen schönen Bereich. Nee, so krass auch nicht. Bäume. Eine Erde. Gefällt die uns? Ja, die ist glaube ich geil. Ja, die kann man, glaube ich, gut nehmen. Oh. So ist doch geil. Richtig hart die Bäume hinsetzen. Das ist nämlich das genau, das wir wollen. Und dann wird's geil. Eigentlich auch einmal drumherum. Bei, nee. Da geht eine Straße rum. Klingt halt sehr komisch, aber ist so. Das geht aber auch nicht, ne? Geht es auf der anderen Seite? Passend. Nee, ne? Kann es irgendwie auch einrasten hier? Vernünftig. Wir bauen erstmal mal so. Ich glaube, das ist es schon. Ah ja, das passt schon. Ich dachte schon, es passt nicht, aber es passt. Ne? Ja.
Hier natürlich nicht. Das ist auch wirklich zu weit weg, glaube ich, oder? Man ist einfach von unten. Hä? Das nicht. Ich treffe wirklich nicht die Straße. Das ist zu viel? Nee, nicht zu viel, oder? Ja, irgendwie schon. Okay, 9 ist zu wenig. Ja, 9 ist ja schon zu wenig. Was ist das denn? Wir machen jetzt einfach so viel, das ist zu viel. So, und dann wird hier in der Mitte. Ja, es wird hier in der Mitte gemacht, ne? Erstmal auf jeden Fall die Ampeln überall aus. Weil die braucht niemand. Oh, hier gibt es noch ein paar Ampeln. Und ansonsten können wir das irgendwie füllen. Haben wir das passende? Oh. Das wäre das, aber irgendwie nicht so geil. Ich mir überlege gerade. Wir können. Oh! Das ist gut hier noch. Und hier kann man dann. Nee. Auch nicht. Nee, das war das. Das hier, ne? Bisschen kleiner. Wieder wegmachen. Ja. Ja. Hat mir zwar kein Gehsteig mehr da, aber ist auf jeden Fall besser geworden. Dann machen wir hier nochmal kurz. So, oder? Das ist schon geil. Das ist schon noch besser, ne? Ja. Wir brauchen Gewerbe. Und gut. So. Ja, so ist gut. So ist echt geil. Jetzt müssen wir aber trotzdem, glaube ich, Bäume drumherum setzen. So. Kommen immer mehr Bäume hier drum. So. Richtig schön hardcore die Bäume. Und dann haben wir hier ein richtig geiles Raketenteil. Gefällt mir das auch gut. Ja, so ist schon fett. Passt da so gar nicht zum restlichen Stadtbild, aber wir haben schon wieder Probleme. Vielleicht brauchen wir einen nächsten Bahnhof. Soll im Zentrale gesetzt werden, vielleicht. Vielleicht machen wir hier einfach den Bahnhof hin. Eine Sekunde. Jetzt kommen die Ideen. Hier vor 40 Uhr. Hey, nee, das finde ich nicht in Ordnung. So mal irgendwie machen, dass das hier weg ist. Ah, sehr gut. So. Man muss ja von der, genau der Seite kommen. So. Und dann nimmt man hier quasi den Bahnhof. Praktisch dran. Und geht dann mit dem Gleis her und sagt. So. So. Und so.
quasi gut, oder? Oder nicht? So quasi rein und wieder raus. Vielleicht gut, man weiß noch nicht. Ah, Strom ist wieder so eine Sache. Oh. Den haben wir sogar unterbrochen. Mit der Strafe wahrscheinlich. Das reicht, oder? Ja. Reicht nicht, doch reicht. Von da vorne, von da. Sehr gut. Ah, das ist aber hässlich. Hässlich, dass das so hoch ist immer noch. Perfekt. Ist ja gut. Ja, mal sehen, wie das jetzt wird, ob das vielleicht besser performt. Ob wir dadurch bessere Ergebnisse erzielen werden. Das bleibt noch offen. Können wir auch noch ein paar Bäume setzen. Vielleicht nicht so viel oder so, aber so ein paar und die Außerwelt. So, also Außerwelt alles gekillt. So. Ein paar Bäume hier noch. Und schon haben wir hier. Ne, wir machen die einfach komplett drumherum. Komplett drumherum. Dann sieht sich so eckig eingekleistet aus. Wunderschön. Wow. Dann haben die jetzt so Platz für ihr Frachtzeug. Und viel. Spaß. Das ist ja saugeil. Ja. Und dann würde ich auch sagen, mit diesem geilen Bahnhof und dem geilen Chirpix Startgelände, würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.